Herzlich willkommen auf meinem Kanal Hausliebe. Ich bin Georg. Vor längerer Zeit wurde ich mal gefragt, ein Video zum Mund zu machen, wie man den Mund modelliert. Und vor längerer Zeit habe ich auch ein Video dazu aufgenommen, und das wollte ich jetzt heute hier hochladen. Es ist ein Video, wo ich die groben Strukturen erkläre und nicht selber modelliere. Ich bin bisher noch nicht dazu gekommen, es nochmal selber zu modellieren. Deswegen hoffe ich, dass es, bis ich mal wieder dazu komme zu modellieren, als Ersatz dient und vielleicht trotzdem hilft. Lasst mich wissen, ob es euch hilft, ob es euch geholfen hat und ob ihr gerne noch ein weiteres Video dazu hättet, wie man es dann tatsächlich modelliert. Viel Spaß! Um uns anzuschauen, wie ein Mund aufgebaut ist, nutzen wir dieses Modell, was ich in den letzten Wochen modelliert habe. Und ich möchte euch jetzt nicht zeigen, also jetzt nicht vormodellieren, wie man Mund macht, sondern ich möchte euch erstmal erklären, was wichtige Merkmale sind am Mund. Und wenn dann noch Bedarf ist, dann lasst es mich wissen, dann mache ich gerne auch noch mal ein Video und zeige euch dann konkret, wie man den Mund modelliert. Also genau, so sieht der Mund aus, den ich modelliert habe. Am Anfang ist es relativ, ist es ganz interessant zu wissen, dass ungefähr alles beim Gesicht ist alles immer mal so, also es ist nie genau bei jedem Menschen so, aber grob ungefähr ist es so, dass die Nasenspitze, die Lippen und das Kinn ungefähr auf einer Linie liegen. Und das ist schon mal ganz interessant. Und was auch interessant ist, ist, dass die Form von dem Gesicht hier ist quasi so steil ist. Jetzt hier die Stirn ist ein bisschen zu flach, aber wir sehen, dass wenn wir uns vorstellen, dass der Kopf hier eine Kugel ist, dann haben wir hier eine Kugel und dann hängt hier unten der Kiefer dran und quasi der Mund sitzt hier vorne. Quasi wie drauf, es ist noch ein bisschen zu wenig fleischig hier, also es könnte noch fleischiger sein, weil der Mund sitzt quasi, wir haben die Knochen, wir haben die Zähne und dann sitzen da Muskeln vorne drauf. Das ist schon mal eine wichtige Sache. Und dann, was auch wichtig ist, ist, dass die Mundwinkel hinter dem Nasenflügel sitzen, wenn man von der Seite drauf guckt. Also die Mundwinkel liegen hinter der Nase. Das heißt, so weit geht die Nase zurück. Und genau. Und dann quasi vom Aufbau ist es so, dass also schaut euch gerne parallel dazu mal die Anatomie, ein Anatomiebuch oder googelt mal nach Anatomie vom Gesicht und ihr werdet sehen, dass es ist echt interessant zu sehen, wie der Mund und das Gesicht muskulär aufgebaut ist, weil man nämlich sieht, dass quasi hier außenrum laufen Muskeln, quasi läuft so ein Strang von Muskeln hier einmal außenrum und das ist wichtig, das müssen wir beachten. Das heißt, wenn wir den Mund aufbauen, dann haben wir hier außen Muskeln und haben dann die Oberlippe, die hier, wo es dann hier eine kleine Vertiefung gibt. Die Oberlippe hängt dann quasi hier wie drin. Und das sehen wir auch, ist auch bei der Unterlippe der Fall, dass hier dieser Muskelring außen rumläuft und dann die Oberlippe hier wie da drin hängt und wie eingesetzt ist. Das heißt, wir haben quasi, also das sieht man auch nicht immer nur unterschiedlich stark bei unterschiedlichen Menschen, aber zur Vorstellung quasi hier, die Oberlippe ist hier eingehängt in diesen Muskelring und hier die Unterlippe ist hier auch eingehängt. Das heißt, wir haben eben hier diese charakteristische Kuhle und dieser Muskelring ergibt uns dann hier quasi diese Kuhle. Genau. Dann. Was auch immer wichtig ist, was jetzt auch hier noch nicht perfekt ist, ist, dass eben dadurch, dass wir hier diesen Muskelring laufen haben, dass quasi die Mundwinkel tiefer sind als das hier außen. Da muss jetzt hier außen noch ein bisschen mehr
mehr Material drauf, also hier müsste noch mehr Material drauf, dass die Mundwinkel hier tiefer liegen, weil wir, wie gesagt, diese hier die Muskeln die zur Oberlippe und zur Unterlippe gehen, die hängen quasi wie in diesem Muskelring drin. Und das heißt, dieser Muskelring ist höher als die Mundwinkel. Und genau, dann die Lippe an sich. Könnt ihr euch vorstellen, haben wir einen Kreis, hier einen Kreis und hier quasi zwei Ovale. Und wenn man die dann verschmilzt zu einem, ergibt es die Oberlippe und hier unten haben wir zwei Ovale, hier eins und hier eins. Quasi das sind die Volumens. Macht das mal, dass ihr hier zwei Ovale und hier einen Kreis und zwei Ovale hin tut und dann lasst es verschmelzen. Und dann kommt man schon zu relativ guten Ergebnissen. Genau. Und dann, was auch noch wichtig ist, ist der Übergang von der Nase zum Mund. Das ist auch nochmal eine wichtige Sache. Und zwar ist quasi dieses Volumen hier, was dann an die Oberlippe rangeht, oder quasi was die Oberlippe ist, die geht hier hoch bis zur Nase und geht dann quasi hier in die Nase rein. Und wir haben dann hier dieses Volumen hier in der Mitte, was dann in die Nase übergeht. Und die Nasenflügel setzen dann quasi, kommen hier raus und wachsen dann hier an und sind dann da wie draufgesetzt auf dieses Volumen. Das heißt, wir haben hier das Volumen von der Oberlippe und da drauf setzen wir dann die Flügel von der Nase. Das ist das Prinzip vom Mund. Also das sind so die Hintergründe vom Mund. Das heißt, wie gesagt, wichtig ist, wir haben halt, dass diese Oberlippe eben hier quasi wie drin hängt und dann dieser Kreis von Muskeln außenrum geht.